Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich war so frei und bin schon mal in das zum Wrack hier in dem Bloodcape Trench rübergetaucht. Eben war es noch da. Ist eigentlich über mir. Ach, da oben ist es ganz. Okay. Hier schwimmen auch ziemlich viele Warpower durch die. Oh, das nehmen wir mit hier. Den Rubin. Hier schwimmen auch ein paar Warpower durch die Gegend. Die wollte ich in der Möglichkeit vermeiden. Und so, in dem Bloodcape Trench soll aber auf jeden Fall auch ein Boarm liegen. Also in diesem Wrack hier. So. Das hat er mal mir in die Kommentare geschrieben und ich habe dann sicher jetzt aber auch nochmal im Wiki nachgeguckt. Guck mal hier, da ist er schon. Ah, Scanner. Ja, ach komm, hier, das gibt ein Foto. Na komm. Mach weg da. So. Da ist er. Der lang vermisste Bohrarm. Meine Güte. Das könnte ich auch, eventuell. Am Freitag. Ist das ein neuartiger Schein? Nee, die leuchten wirklich so gut. Aber die fressen, glaube ich, unendlich viel Strom, ne? Oh, Tiefenpilz. Da können wir mal ein paar von mitnehmen. Und da können wir noch was von mitnehmen. Und da können wir noch was von mitnehmen. Und, oh, endlich habe ich den Bohrarm. Nee, komm, das ist jetzt blöd, was du machst. Mach mal so. Endlich habe ich den Bohrarm. Ach, das geht gar nicht. Na gut, dann geht das halt nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Noch einer. Jetzt wollt ihr mich doch trollen, oder? Glückwunsch. Ja, ach, was lange sucht, wird endlich well irgendwie, ne? gucken wir mal. So, das ist sehr gut. Das kommt da mal rein. Jetzt gehen wir aber noch in das Wrack rein. Das wäre ja blöd, wenn wir das nicht machen würden. Verspätet er echt den Eingang? Wo geht's denn hier rein? Ach, von oben drauf, ne? War, glaube ich, der Eingang. Genau. So, alles klar. Dann, her damit. Was gibt's denn hier noch? Ich scanne die jetzt alle weg. Das Blutöl kann ich anpflanzen. Jo, ich weiß. Das machen wir auch noch. Weißt du, und hier liegen jetzt so viele Boarmfragen. Weißt du, du brauchst nur zwei. Und hier lagen jetzt schon vier. Tritt dem Altera Verwaltungsrat bei. Es geht nicht um Geld. Das hat mir jeder Direktor von Altera gesagt. Und ich glaube ihm. Profit ist nur ein vorübergehender Maßstab für Erfolg. Macht und Status sind die wirklichen Ziele. Mach genug Profit für die Altera-Gesellschaft und du wirst von den mächtigsten Geschäftsleuten im Universum anerkannt. Gründe ein Unternehmen, das nach jedem Wettbewerb, das jeden Wettbewerb ausscheidet und du kannst nach zwangsweiser Übernahme in den Aufsichtsrat aufsteigen. Die vergünstigende Umfassung, Reisen, kostenlose Nutzung der firmeneigenen Phasentore, Begleitung, persönliche Assistenten für jeden Bereich deines Lebens, langes Leben, automatischer Organersatz und Altera. Bekomme, was du verdienst. Haha, das ist doch mal eine schöne Werbebroschüre. Ich mag die Jungs, die sind so sympathisch. Hallo? Hier stimmt doch was nicht. Sesam. Oh. Warum sage ich auch Sesam? Ist das jetzt ein neues Codewort für Batterie? Entleere dich? Sesam? Ist ja komisch. Das Wrack ist doch eigentlich größer, oder nicht? Dachte ich. Ach, hier ist noch was. Ja, und hier ist auch noch eine Tür, die kommt. Die geht doch zu öffnen, oder? Oder nicht? Die muss doch zu öffnen gehen, die Tür. Das ist doch so eine Öffnentür. Ist es nicht? Okay, das kennen wir schon. Kennen wir die auch schon? Eigentlich ja, ne? Zeig doch mal die Entwickler an, wegen Treuversuch. Das werde ich auch machen. Die werden sich umgucken, die Entwickler. Hä? Moment. Nee, hier ist neu, ne? Kommen wir denn hier auch raus irgendwie? Hier
können doch nicht nur Bohrarme liegen. Wo geht's denn? Verdammt. Wo geht's denn hier? Sauer. Luft. Jo. Au. Ja. Okay, das ist gut. Da schau her. Ja, dann versuchen wir es mal von unten. Da wurde ich geblitzt. Moment, wo war denn eben noch was? Wo wollte ich denn hin? Hier war noch was Interessantes. Ja, da lang, glaub ich. Hier rein. Nee. Oder doch? Nein. Hier? Wo war es denn? Hier ist ja auch ein Loch in der Wand. Bin ich hier reingekommen? Wo wollte ich denn jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Ach da, okay. Hat jemand von euch einen besseren Orientierungssinn? Ich hätte ganz gern 2 Kilo davon. Achso, falsches Werkzeug. Wird Val heute noch von einem Kraken gefressen? Die magische Achtkugel sagt, ist es sicher. Na, mal gucken. Und da trinken werde ich auch auf jeden Fall. So sieht's aus. Da ist der Hochstein. Schönen guten Abend. Ja, das meine ich halt. Das sind halt in jedem Wrack sind halt immer 5, 6 Sachen mehr, als man wirklich braucht. Und ich glaube auch, die sollten in dem anderen gar nicht liegen. Ich würde so gerne Q und E zum Rollen drücken. Oh, was würde ich darum geben? Ach, sehr witzig. Hier wieder nicht rausfinde aus. Dieses Wrack ist echt übel. Kann man jetzt bin ich so das dritte Mal vorbeigekommen. Jetzt nehmen wir den auch mit. Wird das Wrack Welt zum Verhängnis? Auf jeden Fall, sagt der Magic 8 Ball. Scheiße, wo ging es denn hier nochmal raus? Mal hier und dann da. Doch, ey. Okay, weg hier. Welcome aboard, Captain. Bloß weg hier. Wir können vielleicht noch mal ein paar Bluetooth-Leben aufnehmen und dann können wir vielleicht mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Rubine auf dem Rückweg. Das wäre sehr gut. Ansonsten kann ich mich auch erstmal mit Quarz trösten. Bitte schauen auf Sauerstoff. Sehr witzig. Das sieht ja toll aus, ne? Oder? Von den Dingern würde ich gerne, ganz gerne... welche mitnehmen. Aber das geht ja nicht, ne? Das ist eigentlich ein viel cooleres Foto hier, muss ich sagen.
Eigentlich ist das ein viel schöneres Bild. So. Ach, da ist ein Rubin. Kann ich gesehen. Jetzt müssen wir hier mal langsam mal Land gewinnen. Bevor die Warper, die haben bestimmt keine Lust, so lange mit mir zu spielen hier. Und machen lieber einen kurzen Prozess. Wow, 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 wow. Ach, da ist der Rubin. Den habe ich gesucht. Die Rubine brauche ich gleich noch. Für mein automatisches Kistensortiersystem, da brauche ich Rubine. Und zwar gar nicht mal so wenige. Und Magnetit und Uran. Deshalb wollte ich das Uran hier ganz gerne so mitnehmen. Ah, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, dieses automatische Kistensortiersystem. Das ist bestimmt geil. Es sieht cool aus, ne, wenn die sich hier rein teleportieren, ne, oder? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Bin ich jetzt im Kreis gefahren? Das ist doch das Wrack von eben. Oh, oder nicht? Ja, klar, es ist das Wrack von eben. Dann lass uns doch mal jetzt nach Hause fahren. Wo müssen wir hin? Da lang. Aber das nehmen wir noch mit. Mit dem Quarz. Sehr schön. Wie ich das Gefühl habe, dass alle nur darauf warten, dass der mich aus dem Schiff teleportiert und ich mich dann wieder verjage. Metall können wir auch nochmal mitnehmen. Da werden wir bestimmt noch welches benötigen. Was ist denn das da? Achso, einfach nur so eine Bodentextur. Verwühlt denn da so viel Sand wieder auf? Lass das mal. Komme ich hier heile nach Hause oder ist hier Reaper Gefahr? Ich höre doch schon wieder irgendwo ein. Oder nicht? Hier dürfte ich, müsste ich eigentlich sicher sein. Irgendwo höre ich doch schon wieder. Den letzten habe ich auch nicht gesehen, als er mich plötzlich gefressen hat. Das wäre ärgerlich, jetzt noch die Motte zu verlieren. Achso, nee, die warten darauf, dass ich einer der 8 Reaper holt. Ah, das ist man, da ist man mittlerweile auch nicht so wählerisch mehr, ja? Okay, Hauptsache einer von denen. Unangenehm, dass man die hier immer noch hört. Echt unangenehm. Ah. Heiliger Pilz. Ist das im Lied? Ich höre immer, ich höre den immer noch. Ist ja komisch. So, jetzt können wir hier endlich mal was bauen. Jetzt waren wir doch nicht im Lost River, wegen hier Abwehrkanone, aber ist egal. Warum? Habe ich da Zeitkapsel übersehen? Ich habe doch nicht hingeguckt. Ich habe jetzt nicht nach Zeitkapseln gesucht. Habe ich da eine Zeitkapsel übersehen gerade? Im Sand? Lag da eine? Es steht nur im Chat, Val würde nie Zeitkapsel im Sand übersehen. Ey, offen gestanden habe ich jetzt echt nicht nach einer Zeitkapsel Ausschau gehalten. Das müsste man eigentlich immer, ne? Ich dachte mir, ich schwimme einfach mal in Ruhe nach Hause.
Tja, wo lag denn hier eine? Und warum dreht sich die Synchro so komisch? Heiliger Pilz, dass die Synchro veraltet ist. Ja, verdammt, von wo bin ich denn jetzt gekommen, Mensch? Ich bin von da gekommen. Ich muss weiter nach da. Ich muss weiter nach da. Findest du jetzt eh nicht mehr? Ist ja schon 2 Minuten her. Ey, das spornt mich jetzt aber gerade so ein bisschen an, ne? Ja, verdammt, da ist er ja auch schon, der Reaper. Der ist echt näher dran an dem Biom, als er sein sollte, finde ich. Aber wer packt denn hier eine Zeitkapsel hin? Das ist voll auch irgendwo hier, ne? Ich glaube, ich habe schon mal einen Reaper gescannt. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Es könnte sein. So, also von hier aus einfach mal nach Hause. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier auf eine Zeitkapsel treffen oder nicht. Ich meine, so stark leuchten die... Lass mich in Ruhe. Wenn Aldur im Chat schreibt, tiefer Welt, tiefer, ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Was heißt tiefer? Na, da unten wird es nicht sein. Hier unten wird auch nicht die Zeitkapsel gelegen haben. Ihr verarscht mich doch gerade, oder? Also jetzt jedenfalls, oder? Vorher nicht. Ach komm, wir fahren jetzt nach Hause. Auf der linken Seite in einem Blickfeld, okay. Keine Ahnung, wo es jetzt liegen wird. Das muss ja auch die linke Seite sein. Das ist ja ungefähr der Weg, den ich vorhin auch gefahren bin. Denke ich mir. Ist ja nur die Frage, ob das hier im Sand ist. Das muss ja hier irgendwo im sandigen Biom sein. Genau, und hier bin ich abgedreht, weil ich den Reaper gehört habe. Ich sehe ja keine Zeitkapsel. Dann bin ich hier rüber gefahren. Hier bin ich rüber gefahren, weil ich den Reaper, genau an der Stelle bin ich hier rüber gefahren. Und ich gehe mal davon aus, dass da vorne noch den Sandbiom meint ist und nicht mehr hier die Grassy Plateaus. Wenn du mir das Biom denn beschreiben könntest, wenigstens, ob das das Grassy Plateau Biom war oder nicht. Aber da kommt leider ja gerade nichts im Chat. Von daher fahre ich jetzt nach Hause. Weil ohne Angabe kann das natürlich wirklich überall liegen, das ist klar. Aber da müsste man schon wenigstens, ob das Grassy Plateau war oder das Dunes Biom. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Hm.
Vielleicht die Seemotte mal flicken. Ja, machen wir gleich, wenn wir zu Hause sind. Hier passiert mir ja nichts mehr. Nee, hier kann mir nichts mehr passieren. Das passt schon. Ja, ich hätte gar nicht zurückfahren sollen. War ohne die Info, in welchem Biom oder also wann man es gesehen hat, bringt es ja nichts. Nö, ich kann mir die Aufnahme so auch angucken. Also, kann ich ja machen. Ich weiß ja, welche Folge dann. Dann machen wir die ein bisschen länger, weil wir jetzt eben so 8 Minuten einfach mal so durch die Gegend getaucht sind, ohne dass das irgendjemand was gebracht hat. Das ist okay. So, wir brauchen, komm, wir steigen erstmal aus und reparieren das gute Stück hier. Das sollten wir vielleicht mal machen. Dann essen wir was. Und dann gucken wir jetzt mal nach dem Prawn-Anzug, was wir uns damit Gutes tun könnten. Da bin ich mal gespannt. Vital signs stabilizing. So, da fehlt auch eins, genau. Das lagern wir hier erstmal ein. Die gehört aber nicht rein, muss ich sagen. So, ihr kommt da auch nicht rein. Ihr kommt erstmal hier rein. Passt ein bisschen unordentlich, aber so kennt man mich. Hey. Alles klar. So geht's doch wieder. So, Baupläne. Prawn-Anzug. Was braucht er denn? 2 Plastahlbaren, 2-mal Aerogel, 2 Diamants, 1-mal emailliertes Glas und 2-mal Blei. 1 emailliertes Glas, alles klar. Das machen wir uns mal eben schnell. Und den würde ich ganz gerne noch bauen. Plan. 2 Diamant, 2 Blei. 2 Blei habe ich eventuell nicht mehr. Das kann sein, dass ich doch zu viel Blei weggekippt habe. Ich habe in der Basis noch Blei, das weiß ich. Aber es könnte sein, dass es nur eins ist. Das ist möglich. Mal eben gucken hier. Hier war nichts drin. Doch, war drin. Okay, gucken wir da mal nach. Dann brauchen wir Plastahlbarren. 2 Stück und Aerogel. Aerogel kann ich mir machen mit. Oh, Gelsack und Ruin. 2 Rubin. Habe ich Ruin gesagt? Das wird mein Ruin werden. Ich merke schon. Gelsack. Einen haben wir hier und wir haben auch irgendwo noch einen zweiten Sack rumlegen. Gelsack Sporen. Sollten wir uns mal. Zum Unterwasser-Aquarium allerdings mal eben bauen. Dann nehmen wir mal die Gelsack-Sporen mit. Und die können wir ja eigentlich hier oben drauf pflanzen. Ne? Das müsste ja gehen. Außenbeetkasten. Oh, warum nicht? Machen wir den da drauf. Begrünen wir das Ding mal. Rein mit euch. Und wachsen, wachsen, wachsen. Bitteschön. Das, das. Ich wusste das da. Ich habe es extra nicht weiter kommentiert. Kettulinchen. Aber es hilft nichts. Ihr merkt alles, ne? Oh, guck mal, da haben wir doch noch einen zweiten. So.
Ich hab kein Blei mehr, ne? Es gibt kein Blei auf Hawaii. Echt? Ich hab wirklich kein Blei mehr? Scheiße. Und was haben sie mir noch alle geschrieben? Hey, das brauchst du noch. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr habt mir alle geschrieben in den Kommentaren. Das brauchst du doch noch für die Plattformen. Ja, Plattform brauche ich nicht. Ich brauch's aber für was anderes, zum Scheiß. So was Doofes. Jetzt scheitert's echt da dran. Naja, okay. Ja, scheitert auch am Lithium. Merke ich gerade. Es scheitert auch am Lithium. Habe ich auch nicht genug. Gut. Dann wird es wahrscheinlich doch erst in der nächsten Folge den Prawn-Anzug geben. Was? Nee, ach Quatsch. Das ist, dafür musst du mir doch jetzt wohl keine 5 Euro spenden. Lysis, hallo? Dann nimmst du mal bitte wieder zurück. Mir ging es ja gar nicht um die... Das ist ja nicht verschwendete Zeit. Also sorry, wenn das so rüberkam. Das tut mir jetzt echt leid irgendwie. Ich bin ja echt dankbar über einen Hinweis, wenn da irgendwie was ist. Aber wenn du selber sagst, das war schon 2 Minuten her, dann suchst du dich ja tot, ne? So ohne... Ich hab versucht den Weg. Entschuldigung, 5 Euro. Genau. Dankeschön, kosten 10. Das kann doch nicht angehen. Es ist so... Ey, Dankeschön. Also, die, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. Hast du geguckt? War das gar keine, Genau, eben. Außerdem mache ich die Folge eh länger. Was wollte ich? Plaschteinbahn machen, ne? War da denn keine Zeitkapsel? War das was anderes? Kann ja auch Salz sein. Das ist eine gute. Kriegt nicht mal einen Anwalt, ne? So. Welcome aboard, Captain. Teutold, vielen lieben Dank für das. Ja, ich brauche für dich noch 2 Lithium. Vielen lieben Dank für das Abo. Herzlich willkommen. Hattest du die schon mal? Mir war so, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Anscheinend nicht, aber ich trau meinem Gedächtnis manchmal mehr als der Anzeige. Oh, das will was heißen. Also bei meinem Gedächtnis kannst du, mit meinem Hirn kannst du Nudeln abgießen. Manchmal, jedenfalls. So, sah keine Zeitkapsel, sah nur so aus der Ferne. Okay, passiert. Kommt vor. Trotzdem, gutes Auge. Also, ich hätte es so oder so nicht gesehen. So, wie gesagt, toi toi, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Du bist ja schon eine Weile hier. Ah, okay, dann war das der Follow. Dann danke fürs Abo. So, wir haben auch das Aerogel jetzt. Das gibt's ja wirklich, Aerogel, ne? Aerogel gibt's ja wirklich in der Wissenschaft. Das ist irgendeine, ich weiß nicht genau, aus was es ist, aber es ist ein Material, wo quasi, ich glaube, nur besteht aus 99% Luft. Das sind ganz feine Waben aus irgendeinem Material, was ich jetzt nicht im Kopf habe. Und die sind so gut miteinander verwebt. Das Ding ist super leicht, es wiegt fast nichts, weil es ja quasi nur aus Luft besteht. Und soll aber unheimlich stabil sein oder so. Wenn ich jetzt nicht komplett einen Unfug erzähle. Unfall, ja. Ich grab auch gleich ein. Ah, okay. Ach, danke. Das ist nett, danke. Was muss man interpretieren? Professor Dr. Harald Well erklärt Nanotechnologiestoffe. Ja. Nanotechnologie zum Anfassen. Und Liebhaben. Oder so. So, Blei. Kriegt man auch am ehesten in den Safe Shallows, oder? Wenn mir nicht alles irgendwie täuscht, oder? Ah, okay, ja, links einfach so schicken kannst du schlecht. Vielleicht kann ja irgendwie einer da
Tommy oder Wandi nochmal posten. Den Link zur Wikipedia zur Aerogel. Also das kann man ja so bedenkenlos. Da kann ja nichts Schlimmes drinstehen. Das ist ja die Wikipedia. Wird ja eh leider alles gelöscht. Von denen. So, ja, wir sind bei 30 Minuten. Mag trotzdem jetzt noch mal ein paar Minuten länger. Falls ihr noch Lust habt zu schauen. Wobei wir jetzt gerade auch wirklich nur Blei suchen werden. Jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, in was Blei drin ist. Ob Blei ja auch in diesen runden, abgeschliffenen Sandsteindingern da liegen kann? Oder. Lass mal hier kurz gucken. Ansonsten kriegen wir hier Kupfer raus, ist auch gut. So, guten Tag, der Herr. Ich bin dann mal weiter. Na komm, wir suchen Blei in den Seychelles Shallows. Da wird auch schon noch irgendwo Blei rumliegen. Dann können wir vielleicht dann ein paar Gesteinskorallen-Kramsdinger da mitnehmen. Ah, das müssen doch diese Siku-Eier sein, oder? Da. Wow. Das war grün da oben. Hier oben sind so viele Seekühe, das sind bestimmt deren Eier. Da bin ich mir aber ganz sicher. Ich glaube, das sind die. Lass uns doch mal gucken. Vielleicht haben wir hier. Oh, guck mal, da kommen wir doch mal rein. Und dann kloppen wir hier mal ein bisschen drauf rum. Und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Blei. Kupfererz. Naja, was man braucht, ne? Kupfer. Titan. Ich weiß nicht, ob Blei in den runden Dingern ist. Habe ich gerade nicht so im Kopf. Das werden wir gleich sehen. Wenn hier nirgendwo ein Blei drin ist, dann wird es wohl in den runden Dingern sein. In dem Sandstein und nicht in dem Kalkstein. Schätze ich mal. Dann müssen wir ins Nachbarbiom. Also jetzt sammle ich hier auf die Art und Weise so viel Kupfer ein, dass ich. So wird es kommen. Dass ich den Pornanzug gar nicht mehr brauche. Das sieht ja irgendwie auch schick aus, ne, oder? So. Google sagt die Firma Cabot Nanogel bietet transparente Wärmedämmung aus Aerogel an. Transparente Wärmedämmung? Das wäre doch was, wenn du daraus so einen dünnen Stoff herstellen könntest, so ein Trenchcoat, das wäre doch was für wie heißen die noch? Ich komme gerade nicht drauf, wie nennt man sie noch? Hier, für Exhibitionisten im Winter. Wenn du so einen transparenten Trenchcoat hast, weißt du, der dich warm hält und du aber Exhibitionist bist und man kann da durchgucken, das wäre doch eine Win-Win-Situation für alle. Also gut, außer vielleicht für die Leute, die nicht in den Mantel stecken. Für die wäre das jetzt nicht, aber das wäre doch vielleicht noch eine Marktlücke, oder? Kommt drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß der Markt da ist. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das, also der eine oder andere vielleicht irgendwie doch interessant finden könnte. Ich kenne mich da aber nicht so mit aus. Ich habe da nur von gehört. Also, du müsstest es nicht mal den Mantel öffnen. Also selbst die Isolierwärmewirkung wäre da nicht so richtig relevant. Ich habe ja nur manchmal Ideen halt. Eine Win-Ekel-Situation. Genau, so kann man es natürlich auch formulieren. Stimmt. Das ist es. Das ist die richtige Bezahlung. Komm her, du Fisch. So. Ich glaube, packen wir hier mal. Ja, wir packen hier mal was weg. Ach. Ja, ist das schon ein bisschen voller.
Was? Nee, das ist, ich trage keinen Mantel. Schwierig. Nee. Oh, jetzt habe ich versehentlich das Schiff verlassen. Was? Welfer Pende Donation? Ja. Ach komm, bei den anonymen Fund-Donations über 1 Euro. Heute gibt es Fast Well to Swim. Fast Well to Swim. Was? Ach so, statt, was? Fast Food? Oder wie? Jetzt, ja, okay. Ja, nö, heute hat er mich ja schon mal gefressen. So ist ja nicht. Der Reaper wurde ja schon gefüttert heute. So ist es, da gehen wir mal runter hier. Und, wir suchen Blei. Gucken wir mal. Skara, danke für den Host. Was war das? Na, Silber. Auch schön, aber auch gerade nicht das, was ich brauche. Titan. Hier unten sind die nicht. Die Fische, die mir vorgibt zu sein, sind hier unten nicht. Blei. Da haben wir's. Da habe ich hier keine Angst vor. Die Fische gibt es hier nicht. Aber Lan, danke für den Host. Da freue ich mich drüber. Du meinst das ja nicht böse. Bei dem Skacher bin ich mir da nicht so sicher. Was er damit bezwecken wollte. Hä? Hier muss ich so. Hör auf damit, lass das! Hier sind ja doch welche! Scheiße! Das wusste ich nicht! Ich verabschiede mich aus der Folge, bevor meine Stimme komplett verkackt. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!